Moin Leute! Nach einer gefühlten Ewigkeit gibt's endlich mal wieder eine neue Folge von Craft Attack 11 hier auf dem Paluten-Kanal. Auf dem Team Paluten-Kanal gab's weiterhin Folgen. Das Ding war, ich hab's immer nicht geschafft, nachmittags online zu kommen. Ich war meistens immer morgens so um 7, 8 Uhr online. Aber jetzt ist es endlich mal wieder 17.26 Uhr. Ich bin nämlich gerade, war ich eine Runde joggen und hab jetzt kurz Zeit, auch nachmittags zu daddeln. So. Oh, ja, okay. Ich habe nämlich Pläne für die Edgarianischen Spiele. So, oh, oh. Ja! Woo, juhu, ja! Paluten, Paluten. Jo, ich war bestimmt fast, nein, nicht eine Woche, aber drei, doch, fast eine Woche. Aua, warte, ich muss mal ganz kurz, wo ist mein Zuhause da? War ich nur morgens um 7, 8 Uhr da? Und ja, der Junge ist plötzlich steht er hier. Es war nicht abgesprochen. Ah, ich habe dich auch ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Ich habe dich auch so vermisst. Ich habe echt nicht gefragt, Hallo. Was du so machst die ganze Zeit. Ja, ich so nachmittags so Familienkram. Hey, Fabo. Ja, hey, Jungs, was geht? Fabo, dich habe ich lange. Hey, Feister, hey. Ja. Dich habe ich lange nicht mehr gesehen, Fabo. Wie geht's dir? Ich war krank und so. Mir geht's oh Mann. Ah, was hattest du denn? Ja, so Grippe, Schnupfen, oh. Nase zu, aber geht wieder. Männerschön. Ah, das ist krass, das ist krass. Aber schön, dass es dir wieder besser geht. Hab ich hier irgendwas Wichtiges auf dem Server verpasst, Jungs? Ich war auch nicht so oft da, ich bin auch krank. Du warst auch krank? Ich bin krank. Du hast den Weihnachtsmini-Paluten schon gesehen, oder? Ja, der war mir sogar ein Titel wert, aber auf dem Team-Paluten-Kanal. Ja. Nee, hey, Team-Paluten-Kanal ist auch gut. Ja, ich habe gesehen, dass der Tag bei dem voll clean ist. Das ist einfach Ed Palle, das ist so geil. Ah, ja, aber den Kanal habe ich seit 2. Ich habe ja auch den Ed Paluten-Account, weil ich mir damals, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ganz, ganz früher auf YouTube gab es die URL youtube.com/ und dann musste man nehmen, was frei war. Und dann habe ich 2012 halt geguckt, was noch frei war. Und daraus ist dann Paluten entstanden. Also, weil ich heiße ja Patrick und mit PA und ja, gut, lassen wir das. So! Ja, viele denken immer, hä, ich heiße irgendwie Patrick Luten oder so. Nee, nicht ganz. Aber fast, Leute. Ansonsten ist nichts Krasses passiert. Es wurde hier irgendjemand umgebracht, ist jemand explodiert. Leider nicht. Ah, oh, Mann, ey. Das ist ja enttäuschend. Ja, ich habe einmal nur Feister und Veto hier gesehen, wo Veto irgendwas meinte von... Oh ja, das von Veto war wirklich sehr, sehr quatschig. Veto ist ein bisschen durchgedreht. Was hat Veto jetzt wieder gemacht? Aber ich bin schon ein bisschen an die Grenzen gegangen, aber ja, Veto hat wirklich die Grenzen übertrieben, ja. Mit 8 Metern überschritten. Warte, was ist denn passiert? Also ich habe nur gesehen, dass... Mit dem Paluten, mit Edcombinen, ja. Ach so, das noch? Also das noch, ja, aber sonst hat er noch was gemacht? Nee, ja, ich hab nur... Er hat auch ein paar schwierige Worte gesagt, also dass er Edgar stürzen will und so. Ja, genau, sowas war das nämlich, mit dass er sich nicht mehr einem Schwein unterwerfen will. Da habe ich mich aber gefragt, er ist ja gar kein Edgarianer, dementsprechend muss er sich ja hier niemandem unterwerfen. Er meinte Basti damit. Kurze Frage. Wir waren auch besoffen, wir wissen es alle nicht. Sprengen wir, wie soll ich sagen, da hinten steht wieder was. Ja, das habe ich schon gesehen, da war ich mir nicht ganz sicher. Da steht ja schon TNT rum. Das könnte man natürlich jetzt einfach zünden. Hier stand auch noch irgendwie so eine kleine Noriax-Maschine. Ja, die hat aber nicht ganz so funktioniert. Ja, da war ich online wahrscheinlich. Das war morgens um 7. Da habe ich mich gefragt, wo ist der Junge? Wo ist der Junge? Also, wenn ich ihn brauche. Digga, wo ist er? Ja, zünde einfach mal. Oh, aber denkt ihr, okay. Ach, da geht nichts kaputt. Zündung! Ja, einfach, das ist auch nicht viel. Das ist auch nicht viel. Ja, ist ah, guck. Ja, eine neue Schlafenflexer. Ey, ich bin heute hierher gekommen. Und zwar, wir haben ja immer noch das Projekt Edgarianische Spiele. So, ich hatte viel Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, welche Disziplinen es noch geben könnte. Und ich habe mir jetzt gedacht, der 100 Meter Schweinesprint. Das bedeutet... alle Läufer, die bei den Edgarianischen Spielen dabei sind, bekommen eine Karotte, also so ein Schwein mit Karotte. Und dann gibt es 100 Blöcke Sprint. So muss das eigentlich aussehen. Kann man sich gegenseitig auf den Schweinen auch schlagen? Ich glaube schon, ja. Ja, aber die Gefahr ist hoch, dass man das Schwein halt auch hittet. Oh, ja, das ist natürlich... Ja, nicht gut. Dann gibt's das Problem ist ja... Moment, aber du kannst ja gut genug zielen, oder? Wollen wir das mal... Wir testen das mal ganz kurz. Ah, stimmt, warte, ich muss ganz kurz... Seht ihr euch zum Teil auch als Edgarianer ein bisschen? Ja, na klar. Ja, so ah, dann habe ich für euch eine neue Regel. Und zwar ein neues Gebot. Guck mal hier. Einmal am Tag muss dem heiligen Edgar gehuldigt werden. Bin raus. Eieiei.
Das bedeutet, man muss. Marcel, was ist denn jetzt los? Nee, das weiß ich nicht. Zu viel. Boah, also wie, okay. Form huldigen? Nein, ich huldige ihm. Oh, du großartiger Edgar, heiliger Edgar, du bist ein super krasser Edgar. Du bist mein Lieblingsschwein, Edgar. Ich huldige dir. So, guck mal, so einfach ist das. Sag mal, das ist ja... Okay, dann würde ich sagen, brauchen wir... Kann jemand eine Angel? Hat jemand eine Angel? Fabu, du musst doch immer eine Angel dabei haben. Ich habe dich so oft beim Angel-PvP Survival Games... Was? Das gibt's ja, wieso das denn? Rod PvP gibt's seit 12 Minecraft-Versionen nicht mehr. Verdammt, Mann, ey. Seitdem habe ich die nicht mehr im Inventar. Toll, ich habe mir immer Survival Games Fabo angeguckt, wenn er dann SG4 da so rumgelaufen ist, Alter. Das war so cool, Mann, damals. Ja, das war eine gute Zeit, das war eine gute Zeit. Das sieht schlecht aus. Ich hab keine Angel. Wir müssen auf Nachbarn. Oh, warte, ich hab zwei Fäden. Wie viele Fäden braucht man? Zwei. Oh, ja, chillig. Ja, warte, aber wir bräuchten 2 Carrot on a Sticks. Und dann müssen diese 100 Blöcke abgesteckt werden. Im Stadion einfach, ist ja gerade. Ey, stimmt, eigentlich ist das perfekt für Stadion. Du bist schlau, Fabo. Du bist jemand, weil dann können wir das. Ja, Junge, das ist doch perfekt für Weltmeisterschaften. Wir übernehmen das einfach. Ja, nee, wir können ja fragen, ob er uns das. Man kann ja so ein Stadion kann man ja auch mieten. Warte mal, hat er denn. Ah, er hat keine Tartanbahn oder so, ne? Nee, schade. Also, wir brauchen auch einen Sattel. Hab einen hier. Ich hab auch einen. Okay, perfekt. Dann, okay, hier sind noch so viele... Ja, warte, ich reite Claudia. Na, wuff, also... Nicht so, wie du das denkst. Claudia, komm her. Claudia, bitte. Danke. Kann man Mending auf den Carrot? Ich mach dir gleich auf, komm her. So, warte, ja, ich hab die... Okay, ich reite. Und... Aufmachen. Oh, die laufen die alle nach. Ja, kein Problem. Ich bin durch, chillig. Okay, dann müssen wir nur die beiden Schweine ins Stadion bringen. Ja, also wir dürfen da auch rein, aber es ist halt Baustelle, wir müssen aufpassen. Ah ja, oh, warte, hier ist noch jemand angeleint. Okay, das könnte ein bisschen dauern, oder? Ja, ihr könnt halt Rechtsklick drücken, dann wird er schneller, oder? Ja, aber die verbraucht sich dann. Achso, zu spät. Perfekt. Mir läuft auch die ganze Zeit noch so ein Schwein hinterher. Hey, wie gut. Er meint mich. Ja, könnte man meinen, das stimmt. Jetzt bräuchten wir so epische Musik. Ja, moin, Leute. Es wäre halt, warte mal, wir könnten doch, da an der Seite. Ich frage mal, warte mal, meinte Mo, dass er hier ist? Nee, der ist weit weg. Aber du kannst dich hier kurz hier abstellen. Aber du meinst hier unten so diese Laufbahn bauen noch? Ja, so eine, also es würde ja schon alleine reichen, wenn Mo uns für die Edgarianischen Spiele hier die Seite sozusagen frei machen würde. Dass man immer mit 4 Leuten, hier sind die, oh hier, guck mal, das geht sogar. Das ist ein bisschen eng, oder? Mit 4 Leuten. Sehr ja, eng, aber das, nee, passt. Das soll ja ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen sein. Die Wand drücken und so. Also, weil das Ding ist. Oh. Hä? Das wär, okay. Ah, ja, die wollen hier alle. Ja, komm mal hier. Oh, nee, oh, das war falsch. Nicht mit Claudia. Das ist doch falsch. Oh, okay. Oh, mein Gott. Nein. Er hat Claudia gepoppt. Nein. Was soll das? Wenn das Edgar HFL. Oh, nein. Oh, nee. Ey, das war Claudia. Ja, Leute, das muss unter uns bleiben, okay? Okay. Also, okay, wenn. Das bricht Edgar das Herz, Mann. Ja, ey. Nein. Edgar ist. Mann, ey. Gut. Okay, was haltet ihr davon? Sollten wir das hier machen? Mo hat bei mir gerade geschrieben, dass da noch Sachen hingebaut werden: Auswechselbank und so. Ah, Mist, okay. Ja, wollen wir das nicht einfach im Feld machen, dass wir dann einfach hier wollen wir kurz in eine Gruppe gehen und dann joint Mo da rein und dann kann er mit uns reden? Können wir auch machen. Hey, hallo. Mo! Also, bald finden die Edgarianischen Spiele statt. Und wir haben uns die Frage gestellt, ob dein Stadion nicht auch Austragungsort sein möchte für das ein oder andere Spiel. Wir hätten jetzt hier sowas wie... Mo! Hallo? Hey, Mo! Hörst du uns? Moin! Ja. Hallo. Also, folgende Frage. Und zwar, bald finden ja die Edgarianischen Spiele statt. Und da wollten wir fragen,
ob nicht der 100 Blöcke Schweinesprint, ob der nicht bei dir im Stadion stattfinden könnte. Wann ist denn finaler Einzug bei dir im Stadion? Kann man das für einen Tag mieten für die edgarianische Spiele? Ich brauche safe noch 2 bis 3 Wochen, bis das Ding fertig ist. Okay. Also wäre es möglich, dass zumindest, weil wir haben, wie gesagt, es geht da nur um den 100 Blöcke Sprint, dass man den bei dir, oh Gott, Marcel, dass man das stattfinden lässt. Wäre das okay? Also wir wollen nichts umbauen, großartig oder sonst was oder kaputt machen, sondern wir wollen nur den 100 Meter Sprint. Ich schon, ich will alles kaputt machen. Nee, möchte er nicht. Ja, das sieht man hier doch. Ding ist, ich mache das Spielfeld so Auswechselbänke und so, kommt eh als ganz letztes. Ach so, ja, das ist ja super, okay, das ist ja perfekt. Deswegen kannst du da das ruhig eine Woche irgendwie, Hauptsache ihr baut da nichts irgendwie großartig ab. Nein. Notfalls werden wir nur etwas vielleicht auf die Rasenfläche obendrauf, was man dann danach wieder sofort abbaut. Also das machen wir nicht. Das macht dann so eine Tagesmiete von 20 Diamanten. Okay, es gibt Tagesmiete. Oh, das ist ein bisschen viel. Mo, also ich würde für das ganze Event kann ich 20 Diamanten zahlen. Das dauert doch nur einen Tag, oder? Ja, aber wir müssen, das ist ja Standgebühr und so weiter. Wir bereiten das Event ja vor. Mo, du, die Taschen sind, nein, Mo, kann ich nicht machen. Tut mir leid. Also, ich kann hochgehen auf 22, aber das ist wirklich maximal, ja, Mo. Du hast ja noch viele Freunde hier. Ja, das sind Bekannte, das sind keine Freunde. 25. Okay. Mo, 22 ist mein letztes Angebot. Sonst müssen 23. wir das. Sonst platzt der Deal. 23. Dann lasse ich den Deal platzen, Mo. 23. Dann, okay, der Deal ist geplatzt, Mo. Dann gibt's nichts. Dann suchen wir. In Edgaria haben wir genügend Platz. Tschüss, Mo. Wir springen das Ding hoch. Ich würde lassen alles in die Luft springen hier. So, pack die Schweine wieder ein. Wir brauchen das Stadion nicht. Ist mir egal. Der wollte mich über den Tisch ziehen. Uah. Ganz ehrlich, ich lass mir doch hier. Ganz ehrlich, das. Mo! Hals ab, Schneider. So, wir reiten wieder weg. Kommt mit, Schweine. Das lassen wir uns nicht bieten von Mo. Das können wir auch bei uns machen. Wir brauchen dieses Teufelskonstrukt hier nicht. Ganz ehrlich, wie viel Beton das kostet. Wie viel Beton? Du hast Claudia vergessen. Du hast Claudia verloren. Ach so, ich dachte, das ist Claudia. Und ihren Sohn. Den nehmen wir nicht mit, der bleibt hier. So, wo ist das uneheliche Kind von Claudia? Ich hab's eingesperrt, das bleibt für immer im Stadion. Okay. Ah ja. Es ist im Stadion? Es ist im Nebenstadion, ja. Okay. Das bleibt erstmal da. Das darf, ja, wie gesagt. Das holen wir irgendwann ab. Das muss jetzt erstmal, das bleibt unser kleines Geheimnis. Ah! Was denn? Oh Gott. Die Creeper wollen den Schwein töten. Lass mal schlafen. Achso, oh ja, schlafen wir gut. Gut. Warte mal. Ich hole jetzt einmal schnell, fahre mich unten ein bisschen Blöcke und dann machen wir unser eigenes. Aus was sollte denn so eine Rennstrecke bestehen? Was gibt's da? Diamantblöcken. Ja, Orangener, das können wir uns nicht leisten. Wir sind nicht Basti GRG. Bitte was? Orangener Concrete. Orangener Concrete. Okay, wie kriegen wir den? Kann man den kaufen? Wir bauen Mini-Paluten ab. Oh Gott, nein! Der ist voll cool. Nee, Mini, hier, orange Concrete. Die Sportlaufbahnen sehen doch so aus, oder? So orange und so. Ja, stimmt. So eine Tarnbahn ist schon. Ja, aber nee, oranger Concrete ist das nicht. Das wäre so mehr so. Nee, wir brauchen irgendwas, was wir kaufen können. Der Sand davon. Ja, der Sand davon, genau. So. Kann man sowas kaufen? Wir bräuchten irgendwas, was wir schnell besorgen können. Nee, lass mal Mesagen roten Sand holen, oder? Das ist, glaube ich, wirklich geiler. Oh, ich habe eine Frage. Hat jemand zufällig von euch die Bannervorlage Snout? Veto. Oh, die Veto, wirklich? Nee. Geht's um die Bannervorlage oder um die Rüstungsvorlage? Bannervorlage. Bannervorlage haben wir, glaube ich, nicht. Weil die kriegt man, glaube ich, nur in der Bastion und... Ich glaube, die kann man schnell ranholen. Das kriegt man ja, die geht, auch. Das echt schnell sein. Ich guck mal, wo hier die beste Fläche dafür ist. Ah ja, hier macht's eigentlich Sinn. Ich guck mal, ob ich die Bannervorlage finde. Oh ja, das wäre cool. Ich guck mal, ob ich Steuern dieses Jahr schon gezahlt habe. Nee, hab nicht. Scheiße. Ah, schade. Oh, nee. Wenn ich ins Gefängnis kommen würde, würdest du Kaution für mich bezahlen, Paluten? Nö. Jetzt in Real Life? Ja, doch, Mann. Wozu denn Kaution bezahlen? Nein, das macht man das nicht so. Ich würd dich anrufen. Ich würde sagen, du rufst Patrick Meier. Das geht nicht. Rufen Sie Patrick. Okay, wir sind nicht in Amerika, mein Bester. Geht das nur in Amerika? Ich glaube, also Amerika ist es mehr kommen, oder? Es gibt sowas bestimmt auch hier. Keine Ahnung, aber ich... Geh einfach mal davon aus, dass du nicht in diese Situation kommst. Auch nicht. Nö. Ich habe in 4 Tagen Steuernachzahlung. Ich auch. Echt? Ja, ich hab schon. Ich nicht.
Aber interessiert das nicht. Die nehmen mir alles. Die nehmen mir alles. Auch meine AirPods Pro oder was ist das? Ja. AirPod Max. Die Max, ja, drauf werde ich immer rumreiten. Alter, als ich den Jungen gesehen habe, wie er da in seine Kamera gegrinst hat mit seinen neuen... Nee, so neuen Apple-Sachen, da ja, dachte ich mir. Ja, aber mein PC, alles geholt, Digga, alles. Ich sitze hier gerade auf dem Laptop. Audio könnte ein bisschen schlechter sein. Oh, ich muss Essen bestellen. So, wartet, Leute. Kurz mal. Ja, ich habe nichts mehr im Kühlschrank. Oh, ich habe auch voll Hunger. Hol dir die Pizza, Marcel. Nee, ich habe noch auch was im Kühlschrank, was ich warm mache. Das ist die richtige Einstellung, ganz ehrlich. So, aber Essen so nach 2 Tagen schmeckt so nochmal am besten irgendwie. Hast du schon einen Spot? Eine Sekunde, ich bestell ganz kurz das Essen. Glaubst du, dass hier von hier aus bis nach da vorne sind 100 Blöcke? Von hier? Ich weiß gerade nicht. Also jetzt, so nach der U-Bahn bis nach hier vorne, weil ich würde alle Spiele eigentlich gerne nah beieinander haben. Das ist hier ein Spiel, was ich noch nicht hundertprozentig verstehe. Das sind 40 Blöcke. Okay. Wollen wir das nicht direkt neben dem Stadion haben? Neben dem Stadion? So, ja, damit es so thematisch halt passt. Also hier beim Fluss, neben dem Stadion. So von hier lang. Könnte man auch machen, ja. Ich meine, wir können ja das Stadion einfach benutzen, ohne Mo Diamanten zu geben später. Weil, ja, also der wollte mich abzocken. 23 Diamanten, ich bin ihm 22. Er besteht auf die 23. Dann gibt's nix. Boah. Oh. Nein. Hä? Nein. Oh. Er hat Fledermausohren. Er hat Fehler-P. Eine Live-Schaltung an. Hat irgendjemand hat hier noch einen Anruf mit ihm an. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, nein, ich bin auf FaceTime mit Mo. Ach, scheiße, Mann. Okay, aber wir brauchen ja eigentlich eine relativ ebene Fläche. Oh, okay, oder auch nicht. Ja, ist eine gute, wir können das sozusagen terraformen. Sehr gut, Terraform ist, finde ich, klasse. Oh, Alter, der arme Frosch. Gott, Junge, geht's dir gut, Alter? Nein. So süß aus. Lass ihn arm, Mann. Habt ihr schon mal Froschschenkel gegessen? Nein. Oh, ja, so einen kleinen Kermit habe ich mal gegessen. Nein, der war schon mal in Frankreich. Nee, das war vor allen Dingen, wenn die dann noch so komisch zucken. Das war komisch. Wow. Nein, ich hab das noch nie gegessen. Ich hätte auch tatsächlich gar keinen Bock, mal so einen Frosch zu essen. Das ist doch der arme kleine Kermit, Alter. Mann, tut mir leid. Ich wollte nicht dein Bruder essen. Habe ich auch nicht. Wirklich nicht. Ich schwöre. Kriege ich auch ein bisschen Sand, damit ich mich nicht ganz so nutzlos fühle? Marcel, das ist ja, eins. Ah, okay. Mach ich. Ich kann die Reithütte schon mal weiter nach hinten gehen, Marcel. So ist nicht. Ja, hier. Ich mach's, Alter. Hier. Damit bin ich ja. Oh Gott, oh, der ist runtergefallen. Ist runtergefallen. Hier ist die. Wir haben eh genug. Passt schon. Ich mach zu. So habe ich mich auch immer gesehen beim Fastbridgen. Nie gelernt. Immer gesagt, dass ich nochmal Fastbridgen lerne. Hat nie geklappt. Alles klar. Marcel, ja, du kannst Fastbridgen, ne? Ja, guck. Warte, ich muss die Hose ausziehen. Weil ja, okay. Oh. Schnell. Okay. Aber ist das wirklich... War das ja. Fastbridgen? Ja, war das schon ein bisschen langsam. Es gibt schon schnellere Sachen. Ich bin aber auch zu alt dafür, weißt du? Ich bin die Jahre gekommen. Wer ist von euch dreien am besten im PvP? Da streiten sich die Gelehrten drüber. Fabo, würdest du sagen, du bist besser als Marcel? Ich spiele in letzter Zeit nicht so viel Minecraft wie er. Was spielst du stattdessen? Gar nichts, ich war krank. Und Marcel war halt 1,5 Monate, jeden Tag 12 Stunden live. Ich bin aktuell in meiner Prime. Ich glaube, ich würde jeden machen. Echt? Ich glaube schon. Also in Craft Attack. Ach so, ja gut, in Craft Attack sind ja... Also, nice, ja, ist ja... Was du hier... Aber das ist ja das neue PvP, das Thema hatten wir ja schon mal. Ja, warte, aber wir können das ja auch... Das ist ja von der Länge her, passt das doch. Das nennen wir einfach nur... Oh, wir können 75 Meter machen, ist das nicht auch... Nee, wir sagen einfach, das ist der 100-Blöcke-Sprint, der aber gar nicht... Der ist dann gar nicht 100-Blöcke-Sprint. Das ist ja überhaupt kein Problem, das ist kein Problem. Wer weiß denn, hier weiß auch niemand, ob 100-Meter-Sprint bei den Olympischen Spielen wirklich 100 Meter sind. Das weiß keiner. Also... Dann ist das schon, wa? Eben, das passt schon so. Und das ist eine geile, lange Strecke. Und dann machen wir gleich mal direkt... Ich hole schon mal ein Schwein und dann kommt direkt der Testlauf, ob es überhaupt geil ist. Oder ob das eine völlig dumme Idee von Paletto war. Hürden ist gut. Das und ich würde einfach noch so weiße Linien reinmachen, oder? Aus Wolle, maybe, Marcel? Hallo? Ja. Warte mal, hört mich jemand außerhalb? Okay. Nee, er ist in der Gruppe. Ja, er ist jetzt in der Gruppe, okay. Jo. Wir haben jetzt einen 100-Blöcke-Sprint. Jo.
Ach, ihr macht die Olympischen Spiele oder so, ne? Ja, die Edgarianischen Spiele, die Olympischen Spiele. Wir wollen doch kein Problem hier mit dem IOC. Du weißt ja, Rechte und so weiter. Aber okay, das sind die Edgarianischen Spiele, wofür du ja auch schon ein grandioses Produkt hergestellt hast, wie ich gesehen habe. Es war gar nicht dafür gemeint, aber ich habe natürlich kein Problem damit, was man sagt, verwendet. Aber ich hätte noch eine geile Idee für ein Spiel, was ich neulich gespielt habe, und das macht richtig Spaß und das ist richtig cool und das ist auch eine richtig gute Disziplin. Okay, und wie lautet das Ganze? Kann man noch ein bisschen schöner bauen, aber letzten Endes geht das Game wie folgt. Man stellt sich hinter die Wand, man muss die Enderperle so werfen, dass man möglichst nah an die Mitte kommt. Und das ist nicht so ganz einfach. Zeig mal, was du drauf hast, Noriax. Oh, das ist aber... Ich werde angeschossen. Oh mein Gott, ich bin der Beste. Oha. Warte, wir haben Alter, wirklich? Ich kann meinetwegen, wenn ihr möchtet, mit Targets eine Technik bauen, die das trackt, wie gut man war. Oh, das ist geil. Das finde ich nicht schlecht. Das ist eine coole Disziplin. Willst du auch mal versuchen, Paluten? Natürlich. Dann können wir... Warte, kriege ich auch eine Enderpearl? Hier. Ja. Ja. Ich hab mal so gar keine Ahnung. Okay, warte, ich guck da hin. Ah, und jetzt. Halt. Ah. Tschüss. Ja, kommt nicht schlecht. Ja, ein geborener Weltmeister, ne? Gar nicht so schlecht. Okay, ja. Ich bleib stehen, mach. Oh, Noria, ja. das ist es. Ja, tschüss. Oh, nee, bin hier oben. Oh, nee, hier hinten. Oh, verdammt. Ja, aber das ist cool. Das gefällt mir. Das ist eine coole Disziplin. Ja, dann würde ich das mit Redstone noch mal ein bisschen schicker machen, dass man es ausgewertet kriegt und so, aber dann geil, okay, nice. Ja, das wäre cool. Naja, man kann es ja sogar so machen, dass alle Leute oder dass drei, vier Leute nebeneinander stehen und dann einfach alle gleichzeitig werfen und dann kann man ja praktisch auch einfach sehen, wer da am nächsten dran ist. Ja, cool. Und ihr habt jetzt hier so einen Sprint gemacht, wie geht das dann? Achso, hier kommt letztlich schätzungsweise vielleicht noch mal ein bisschen Quarz so außen rum, um das Ganze ein bisschen abzustecken. Und dann kommen noch so ein paar Hindernisse da so dran und dann hat man den 100 Blöcke oder hier mit Wolle, das ist auch perfekt. Easy. Dann hat man den 100 Blöcke Sprint. Das wird super. Das Gute ist auch, ich habe morgen früh, da habe ich eh nochmal Zeit, das weiter auszubauen bzw. fertig zu machen, aber das 100 Meter Ding, das wird super. Wann finden die Spiele denn statt? Da gibt es noch keinen großen Termin. Wir sind noch auf der Suche nach Sponsoren und haben da Apple angefragt, Microsoft und PayPal und Mastercard. Mal gucken, wer sich da so meldet. Ja, also eigentlich wird niemand sich melden und wir werden es einfach so machen. Es steht noch tatsächlich noch kein Termin fest. Ich hätte einen Sponsor. No. Wer bist du denn? Eine Getränkemarke. Vita Welt, ihr seid die Besten. So, jetzt kommt die GAGs und sponsoren irgendwie. Ey, ich bin für jeden Sponsor offen, Alter. Ob nun GAG, Nestle... Ist ja fast das Gleiche. Sehr gut, schön. Ja. Ah, kleiner Spaß. Leute. Wen meinst du denn, Stegi? Meintest du wirklich wieder Welt? Nee, Mio Mio. Mio Mio, ja Mensch. Ja, da kannst du... Ich hab doch Simon früher mal getrunken. Ja, Mio Mio Mate oder so. Ja, die würden echt was machen, glaube ich. Ja, perfekt. Dann haben wir schon mal den Getränkesponsor. Hattest das Game allerdings nicht ganz richtig gespielt. Man spielt nämlich ohne Karotte. Also quasi die Idee ist, dass es ein Glücksspiel ist. Und man muss so ein bisschen hoffen, dass die Edgarianer auf seine Seite kommen. Glücksspiel, okay. Dann weiß ich nicht, ob wir das bei den Edgarianischen spielen. Das geht nicht. Es hat natürlich was mit Skill zu tun. Man muss sich gerade anlocken mit seiner Stimme. Okay. Ja, okay. Wir reagieren darauf. Ja, ja. Also da finde ich das mit dem Target eigentlich am besten. Ja, ja. Das wäre schon sehr geil. Das würde ich dann auch als Disziplin auf jeden Fall reinballern. Braucht ihr noch mehr Disziplin? Planen wir hier gerade die Edgarianischen Spiele? Ja, die Edgarianischen Spiele suchen hier weitere. Also wir haben jetzt hier den Blöcke-Sprint. Ansonsten, letztlich kann man sich ja total gut an den Olympischen Spielen so ein bisschen orientieren. Irgendwas wie Weitwurf, jetzt haben wir hier den Sprint. Und zum Beispiel, was man auch easygoing machen kann, was wir damals bei Minecraft Freedom, glaube ich, auch gemacht haben als Disziplin. Man stellt sich zum Beispiel auf den höchsten Punkt, das wäre jetzt vielleicht bei dem Edgar Town sein. Und dann darf man eine Rakete zünden und wer dann am weitesten fliegt, zum Beispiel Weitflug. Man könnte es zum Beispiel auch ohne... Abflug. Abflug könnte man auch machen. Also, dass man dann einfach, wer am weitesten schwebt, das wäre auch gut. Also, hattet ihr schon an Curling gedacht? Ja, Curling ist, glaube ich, schwer. Nee. Doch, geht. Mit einer Eisfläche, so weißt du. Okay. Ah, ja, man ist... Zack. Und dann...
Okay, oder man ist selber der Curling-Dingens. Oh, auch gute Idee. Ich hätte noch einen Plan aus Craft Attack. Letztes Jahr hatten wir noch das Fußball-Event gehabt. Das heißt, da sitzen alle in einem Boot und es gibt ein Boot in der Mitte auf einer Eisfläche. Man kann die Boote nämlich dann so richtig bouncen. Da musst du quasi mit Anlauf gegen ein Boot gehen und das Boot kriegt dann, ne, musst du quasi versuchen, ins Tor der Gegner das Boot zu bewegen. Ja. Wäre auch möglich. Aber ich finde so klassische Disziplinen, glaube ich, besser, wie Weitsprung, Weitwurf. Mhm. Und so wie gesagt, jetzt. Guck mal, jetzt hätten wir. Aber wollen wir kurz die Schweine. Warte mal, wir holen mal einmal die Schweine. Wir machen einmal einen Testlauf, weil Paletto muss jetzt auch gleich weg. Die sind weggelaufen. Nee, hier ist eins. Ah ja, ja, okay. Dann drauf da. So, Claudia, komm mit. Hast du das mit den Schweinen gemacht? Das ist ja, genau. Okay. Verstehe. Weil sonst, es sind ja ein bisschen edgarianische Spiele. Es muss nicht immer wirklich was damit zu tun haben. Mhm. Aber so. Und dann würde ich, im besten Falle macht man da wirklich noch so. Oh, stopp. Okay. Oh, das ist natürlich jetzt schwer. Die bewegen sich. Gut, dann machen wir. Norex, komm, neben mich. Also, okay. Ja, oh, nee. Oh, ja, ja, warte, warte. Sonst baut man hier so Startklappen irgendwie aus Redstone, die sich dann gleichzeitig öffnen und dann kommt man go genau. Oder so. Okay, warte mal, wir versuchen so, dass wir gleichzeitig nebeneinander laufen. Komm, wir können so machen, dass ich Blöcke. Haltet mal hier in dieser Box an, haltet warte. Hier in dieser Box an. Ah, ja, ja, okay. Genau. Perfekt. Oh, das ist gut, das ist gut. Und dann so, ist es. Item raus. Oh, okay, und geht los. Und jetzt gut. Okay. Gut, normalerweise würde ich sagen, dass man sich vielleicht auch noch. Oh Gott! Oh nein! Oh, nein. Nein. Rechts, egal, ich habe eine Idee. Rechts, ja, warte. Ich kann ja. Okay, ja, okay, schlagen mich, bringt nichts. Mich. Oh ja, genau. Kannst du nicht einen Rechtsklick mit der Karotte sogar machen? Geht das nicht? Ja, dann usen wir die. Oh, da gewinnt er! Da gewinnt er, ja! Zack. Und dann gibt's am Anfang, ich würde sagen, dann immer so, je nachdem, wie viele Leute dran teilnehmen, immer vier Leute gegeneinander, dann gibt's Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Genau. Dann kann man da durchballern. Frage, kann man die Karotte, also darf man die usen bei dem Kampf? Ich würde dann sagen, eigentlich eher nicht. Wir brauchen sonst, glaube ich, auch viel zu viele davon. Mhm. Und das läuft dann. Also, das geht, das kann man machen. Au. Das ist möglich. Au. Okay, ich würde sagen, Leute, das war's mit der ersten Disziplin. Warte, stopp, ich muss crashen. Oh, okay. Die Banner-Ding noch. Oh, das ist mega cool. Warte mal. Oh, ja. Banner. Oh, danke. Vielen Dank. Das ist wirklich cool. Was können die Banner? Das ist die Bannervorlage Schnauze, damit ich hier in der Stadt auf jeden Fall noch ein paar Banner aufhängen kann. Ah, okay. Dass das offizielle Wappen wird. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, war's das? Die Disziplin werde ich auf jeden Fall morgen, beziehungsweise nee, das ist dann heute, auch auf dem Team Paluten-Kanal noch finalisieren. Und Leute, schaut wie immer gerne bei allen Leuten vorbei, die heute am Start waren. Lasst ein Like da, schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Euch noch einen traumhaften Tag, haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, 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 ciao.